was, da wusste ich gar nicht, was ich davon halten soll. Das ist eine Coolbox kabelloser Handy-Lautsprecher. Das Ding heißt irgendwie Scene on TV, Lautsprecher, Coolbox, was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es mir einfach bestellt, weil ich das Teil mal ausprobieren wollte. Und hier haben wir auf jeden Fall, kann man es auch per Klinke verbinden scheinbar. Dann haben wir hier ein Ladekabel. Dann haben wir sogar Batterien dabei. Und dann haben wir die Coolbox, wo wir einfach nur das Handy dann irgendwie drauflegen können. Ich weiß es nicht. Ich werde es jetzt einfach mal ausprobieren. So. Einfach mal ohne die Bedienungsanleitung zu lesen. Ich werde da jetzt einfach mal die Batterien reinhauen, die hier mitgeliefert wurden. Bam. Aufgemacht. So, da ich jetzt gerade auch keine Lust habe, das Ding irgendwie zu laden, weil ich denke, ich werde es mal versuchen, ob es angeht. Nope, ach, man kann es entweder batteriebetrieben oder man kann es an einer Steckdose bzw. per USB an den Rechner hauen oder wo auch immer. Dann hauen wir einfach mal da die Dinger rein. Ich habe keine Ahnung, wie das Teil funktioniert und ob sich das überhaupt nach irgendwas anhört. So, hier ist der Audio in. So. So. Was? Warum zur Hölle macht das Geräusche? So, 2 in 1. Kabellos für fast alle Smartphones. Wie soll denn das funktionieren? Kabellos für fast alle Smartphones. Kabellos für fast alle... Okay. Ich brauche dann wohl doch die Bedienungsanleitung. Blaue LED, ein aus, Micro USB, Klinke... iPhone, so rum. Oh Gott. Guckt euch das mal an. Das ist ja mal interessant. Das finde ich jetzt mal ein bisschen eigenwürdig. Also man muss es so rum positionieren. Ach, das ist ja... Das verstehe ich jetzt nicht. Ich verstehe es nicht, wie es funktioniert. Er muss irgendwo einen Lautsprecher haben. Weil man muss die Smartphones alle... Naja, viele unterschiedlich positionieren. Oh Gott. Wahrscheinlich drauf an, wo die ihre Lautsprecher sitzen haben, aber... Ja, ich lasse das jetzt einfach mal so spielen. Wie man hören kann oder sehen kann, ist das jetzt so auf halber Lautstärke.
Bin ich blöd? Der beste Klang, hat aber auch jetzt nur ein paar Euro gekostet, ne? Muss man dazu sagen. Ich glaube 8 oder so. Erfindung. Was für mich immer noch ein bisschen an Mysterium ist, weil das Ding muss ja irgendwo einen Lautsprecher oder ähnliches haben, weil sonst ist es doch irgendwie nicht zu erklären, warum das Teil, warum da Mucke rauskommt, oder? Gut, vielleicht bin ich auch einfach nur zu dumm. Ich wollte euch das Teil mal zeigen. So sieht das von Namen aus, so. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da. Ich werde das Teil auf jeden Fall verlinken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao.